Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Akuji the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal Discord, haben das Friedhofslevel erfolgreich abgeschlossen und unser Tier freigelassen. Und genau, jetzt haben wir mein Lieblingslevel in dem Spiel, Stygia, den Blutsumpf. Eines meiner Lieblingslevel zumindest. Genau. Oh, jetzt geht auch die Cutscene direkt, alles klar. Stygia, der Blutsumpf. Errichten Sie Maluas Beschützer ein Denkmal. Zaubern Sie ein Blutschild, um Ihre Lebenskraft wiederherzustellen. Genau, das hatte ich ja euch schon gezeigt, ne? Was der Blutschild auf sich hat. Gut, dann schauen wir Nach mal. Ja. zahllosen Schlachten und einem Meer aus Blut ist es eine Erleichterung, einmal aufzubauen, anstatt zu zerstören. Wenn ich nur eine Statue zum Land der Lebenden errichten könnte, würde ich flüchten, Kesho retten und Orath herschicken, um meinen Platz einzunehmen. Ja, das verstehe ich, Akuchi. Das war ja schon ziemlich feige, was dein Bruder dir angetan hat, ne? Also einfach mal das Herz ausgerissen. Da wäre ich auch sauer, auf jeden Todesring. Fall. Und wenn ich dafür jetzt hier durch die Hölle wandern müsste, das wäre auch, ja, da wäre ich nicht begeistert von, das stimmt schon. Jetzt geht er doch hoch. Er geht da nicht hoch. Warum geht er da nicht hoch? Gut, dann gehen wir hier. Ja, geiles Level auf jeden Fall. Mit geiler Mucke. Höllenschlag. So, Höllenschlag. Schöne Zauber. Und da ist ein Vieh. Das ist direkt tot, okay. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal hier hoch. So, ah, schön ruhig hier. Ah, Mensch, nein, 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 nein. Der schießt nämlich eine Kugel, glaube ich. Ja, seht ihr das? Der schießt eine Kugel. Das ist. Oh mein Gott. Oh, ich dachte schon, ich würde runterfallen. Das ist hier nicht so schlimm. Es kostet nur Zeit. Und zack, 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 zack. Sehr schön. Ah, ich denke immer noch, man hat hier einen Doppelsprung. Zack, zack. Sehr schön. So, okay. Wow, das ist eine Mücke. Was hatte die denn? Hatte die Zähne? Hatte die Mücke gerade eben ernsthaft Zähne? Was ist das denn für ein Vieh wieder, ey? Naja, egal. So, haben wir hier erstmal ein Herz. Und dann springen wir mal da drauf, wenn es geht. Nee, leider nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Hier gehen wir ja wieder auf die Leiter. Ah, da guckt mal da hinten. Krokodil. Ja, hier gibt es Krokodile in der Kloake. Ich will zwar nicht wissen, was sie gegessen haben, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. So, wir gehen schön hier oben rum, weil da ist ein Kopf. So, da haben wir doch schon den ersten Schädel hier. Ah, sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter. Springen rüber. So, sehr schön. Der hat's. Und einmal kurz Finger kratzen. So, dann gehen wir mal dem Krokodil erstmal aus dem Weg. Todesring. So, du hast hier direkt deinen Tod. Kommt davon, wenn du so aufmuckst, mein Freund. So, haben wir hier diesen geheimnisvollen Stein. Sehr schön. Und hier hoch, weil hier hoch müssen wir, weil da ist ein Blutschildzauber. Den wollen wir natürlich haben. Ja, wir sind nach wie vor auf der Suche nach Kesho und nach unseren Vorfahren. Blutschild. Genau, Blutschild. Und jetzt kill ich mal das Krokodil da vorne, weil du existierst schon lang genug. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Sehr schön, da ist er tot. Oder da ist S tot. Das Krokodil ist ja ein S, kein R. Ah, was ist das denn? Okay. Da ist noch einer. Zack. Weg mit dir, mein Freund. So, ja, schöne Rolle. Hier unten sind auch noch Krokodile drin. Und eine Mücke. Okay, und das Krokodil. Ah, was macht der denn? So. Alles klar, da haben wir hier direkt das. Können wir das Tor öffnen? Sehr schön. Und somit haben wir schon den ersten Part des Levels geschafft. Sehr gut. Okay. Ah, jetzt kommt das, genau. Hier haben wir nämlich eine Schlange. Eine Schlange, die in Blut getunkt ist. Auch nicht schlecht. Und da hängen. Ah, das wollte ich nicht. Blöd. Egal. Da hängen irgendwelche Gedärme rum. Keine Ahnung. Das will ich auch nicht wissen, was das ist. Aber ich glaube, wenn wir den Blutschild zaubern, dann würden wir da unten keinen Schaden kriegen. Weil das da unten, das ist nämlich Blut. Und davon kriegen wir komischerweise Schaden. Genau. Keine Ahnung warum, aber das ist wohl die Logik von.
Akuchi the Heartless. Boah! Was ist das denn? Ah, da ist wieder die... Die Fliege, die Zähne hat, okay. Wir gehen erstmal hier hin. Ah, stopp. Ich habe ja gesagt, ne, 100% und so. Hier ist der Speicherpunkt und hier ist ein Zauber. Feuersturm. Feuersturm, geil, okay. Ah, den kann ich ja von hier kriegen, glaube ich sogar, oder? Kann ich den von hier kriegen? Ah, ne, der trifft mich, glaube ich, oder? Ja, ja, der trifft mich, aber ich krieg den auch so, oder? Ne, krieg ich... Doch, ich krieg ihn. Alles klar, sehr schön. Oder sie, das ist ja eine Schlange gewesen. Eine komische Schlange, die Totenköpfe auf mich schießt, okay? So, dann haben wir da wieder eine Mücke. Die machen wir so platt, ist klar. So, Regenbogenkanone. Ah, da ist ein Krokodil. Oh mein Gott. Ah, shit. Oh, scheiße, habe ich mich erschrocken, ey. So. Zack, sehr schön. Ah, es ruckelt wieder ein bisschen. Ah, der schießt hier diese Totenköpfe da. Zack, 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 zack. Sehr schön, das ist schon tot. Dann haben wir hier oben noch ein paar Mücken. Ein paar Mücken, die Zähne haben, keine Ahnung. Ah, blödes Vieh. Und du auch da hinten. Zack, sehr schön. So, ah, das hole ich mir nicht, das ist egal. Genau, dann müssen wir nämlich jetzt erstmal nochmal hier hoch. Und ja, ah, lauf nicht runter, oh Gott sei Dank. So, zweimal Blutschild, dreimal das und habe ich genug Zauber für die Gegner, die jetzt kommen. Weil jetzt kommen nämlich einige Gegner. Und das wird doch, das wird sehr interessant in meinem Let's Play. Wäre ich hier fast gestorben. So, genau, zack, 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 zack. Und schneller killen, weil dann gibt es mehr Leben für mich vom Blutschild. Und genau, und ja, sehr schön. Sehr schön, okay. Und Todesring, zack. So, der eine ist tot. Und zack, zack, zack. Sehr schön. Habe ich sie jetzt alle? Ja, sehr gut. Das lief doch dezent besser als beim letzten Mal. Muss ich sagen. Und ja, genau. Dann haben wir hier auch schon fertig. Ah, es ruckelt. Oh mein Gott. So, sehr schön. Ich weiß nicht, wo diese Ruckler herkommen immer. Geh da hoch. So. Geh doch da hoch. Was machst du denn? So, jetzt. Und jetzt ist hier nämlich ein Geheimnis. Und zwar, wir müssen nicht direkt da hoch, sondern hier unten. Guckt mal. Ein Kopf. Sehr schön. Haben wir den auch. Geh jetzt mal hier drauf, auf diese grüne... Ah, stopp. Auf diese grüne Transportschlange. Es ist so bescheuert hier wirklich. Schaut euch das mal an. Wir lassen uns von einer Schlange transportieren. Also, diese Entwickler hier von dem Spiel, die haben echt einiges geraucht, glaube ich. Oh Mann. Egal. Wir haben irgendwelche Altare, die uns angucken. Beziehungsweise, ja, Steine, die uns angucken, die uns dann ein Tor öffnen. Ja, okay. Verfolgungswahn wird in dem Spiel doch unterschätzt, würde ich mal sagen. Ah, haben wir hier jetzt wieder so eine leckere... so einen leckeren Schlachthof oder was das hier darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Ah, und es ruckelt wieder. Ein bisschen zumindest. Ah, da ist eine Voodoo-Puppe. Stopp. Die erstmal holen. Und geh runter. Und zack, sehr schön. Ist da hinten noch eine drauf? Ja, da ist noch eine drauf, okay. Dann spring noch mal zurück. Ah, nein! Warum? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Ja, verarsch mich ruhig. Ist okay. Immer springen, damit uns das nicht zu viel abzieht. Immer zwischendurch mal ein bisschen springen. So, jetzt aber, oder? Ja, sehr schön. Und dann gehen wir noch mal hier drauf. Und dann noch mal da hinten drauf. Und die scheiß Kamera! Oh, ey. Die Kamera fuckt so ab manchmal. Das ist unfassbar. Ich will diese eine Puppe haben. Ist mir scheißegal, ob ich hier sterbe. Aber ich will diese eine Puppe haben. Aber Moment mal. Komme ich da überhaupt drauf so? Ja, komme ich. Alles klar, sehr schön. So, und da habe ich... Ah, stopp. Nicht nochmal da reinfallen, weil das wäre brutal. Das wäre brutal. Ah, Ruckelsprung, aber ich glaube, das reicht. Ja, sehr schön. Okay. So, dann sind wir jetzt hier angekommen. Da ist noch eine Puppe. Genau.
Was sind das da unten überhaupt für Teile? Irgendwas blutgetränktes, keine Ahnung. So, jetzt gibt es eine Besonderheit und zwar, wir müssen warten. Und jetzt springen, weil, seht ihr das? Da ist der dritte Kopf schon. Sehr geil. Wie gesagt, ich mag dieses Level. Und dann wird das abgeschlossen. Kamera. Kamera! Warum drehst du dich? So, jetzt. Speicherpunkt. Und genau, hier in diesem Teil kann man nicht abschießen. Muss man so machen. So, einfach gegenlaufen und dann drückt er es um. Okay, er ist ein sehr starker Mann. Genau, der ist doch einer. Ich wollte schon sagen, deswegen habe ich doch den Blutschild gezaubert hier. Genau, oh, Junge. Nee, vergiss es. Ha, und zack, das war's mit dir. So. Ein Herz, sehr schön. Ja, in meinem Let's Play bin ich hier gestorben. Und zwar zweimal, glaube ich sogar. Oh, es ruckelt wieder. Scheiße, was ist denn hier los? Egal. Es ist weg. So, Akuchi, dann drückt das Ding. Ah, man muss doch Kreis drücken, okay. Gut, sehr schön. Ah, wo kommt der denn her? Den wusste ich gar nicht mehr. Blutschild. Und zack, 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 zack. Sehr schön, gib mal ein bisschen Leben. So, wunderbar. Geil. Alles klar, dann sind wir bald schon wieder voll hier. So, ah, die Mucke ist geil hier. Ziemlich spannend gemacht. So. Und genau. Und zack, das liegt das mal da oben drauf. So. Die Mucke ist cool. Ja, die ist geil. So. Was haben wir hier noch? Ah, ist ein Typ, okay. Ah, nein, du kriegst mich nicht. Zack. So. So, genau, dann haben wir das. Haben wir fast voll hier. Ja, genau, das war ja das. Oh, wie geil, guckt mal. Da ist der Mond da hinten. Moment. So, da hinten ist der Mond. Guck mal, wie geil das aussieht. Man sieht ihn. Da. Das sieht voll krass aus. Richtig gut gemacht, ey. Ah, oh, Ruckler. Mensch. Hey, Spiel. Ah, es könnte daran liegen, dass meine Festplatte ziemlich voll ist. Ja, ich weiß, ich habe mir vor kurzem erst eine neue Festplatte gekauft, aber die ist schon voll irgendwie, keine Ahnung. Und ja, genau, da ist ein Typ hier, den können wir so wegmachen. Kommt noch einer, genau. Ha. Ich bin vorbereitet auf euch, meine Freunde. So. Ah, da ist noch ein Tod, okay. Die ziehen nämlich extrem viel ab, die Typen. Und zack, 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 zack. So, sehr schön. Gib mir noch mehr Leben. Mehr Leben, mehr Leben, mehr Leben. Yes, ich bin voll. Geil, okay. Diesmal wirklich kein Leben verloren. Das ist sehr schön. So, die Mucke. Es geht weiter mit der Statue. Ja. Geile Mucke, ey. Oh, Ruckel. Ja, ist gut. Genau, davon hat der Baron gesprochen, dass wir die Statue aufbauen müssen. Und da ist noch ein Typ hier. Ein Tod. So. Was kommt davon, wenn du versuchst, mich zu schlagen, mein Freund? Ey! Akuchi lässt sich nicht schlagen. Akuchi ist einfach badass. So, dann geht's mal weiter. Nämlich hier hinten. Da hinten ist nämlich der Stein und... Bevor wir das übersehen... Seht ihr das? Da ist ein Kopf. Oh, Ruckler. Alter Schwede, so. Zum Glück kriegt er sich dann immer wieder ein. Wir müssen nämlich gucken, wo genau dieser Kopf jetzt ist, damit wir nicht an dem vorbeispringen. Und wir haben ihn. Sehr schön. Das war nämlich der letzte. Der war nämlich sehr versteckt. Und den habe ich beim ersten Mal durchspielen überhaupt nicht gesehen, dass hier ein Kopf sein soll. So, dann gehen wir wieder hoch hier. Ah, die Mucke ist so geil, ey. So. Und zack. Ja, Mann. Genau. Und yes. Ah, was macht er denn? Ah, wieder dieser scheiß Ruckler hier.
Oh Mann, leck. Leck. Was machst du, Feigling? Nein! Du schlägst mich nicht. Vergiss es. Wie viel hält der denn aus? Sag mal, so, jetzt. Spastis, ey. Ja, keine Ahnung, wie ich die sonst nennen soll. Ah, komplett runtergefallen. Ah, jetzt kann man nochmal hören, wie sich die Musik hier so aufbaut. Erstmal ist es so. So. Und jetzt, wenn wir fast oben sind, erinnert die sich nochmal. Normalerweise. Wenn es nicht ruckeln würde. Na, keine Ahnung, sie ändert sich doch. Aber egal, wir gehen auf den Schlangenkopf. Genau, das hier ist nämlich eine Schlange, die wir aufgebaut haben. Und genau, ja, da ist sie wieder. Die Mucke ist geil, ey. Genau, und da ist auch schon das Geistertor da hinten. Wie ist... Ah! Okay, geh mal weg. Geh weg! Ich will dich nicht. Ich will dich nicht! Ah, geh weg! Ah, nein, du triffst mich doch! Nee, 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 nix da, Freund. Nix da! Wow, wow! Okay, da sind zwei Typen. Zwei Typen. Oh Gott! Okay, und zack. Sehr schön. Zum Glück zieht der ein bisschen bei dem Sprung. Und wie ihr seht, wir haben alle Köpfe. Das ist sehr schön. Und jo, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Sehr schön. Wir haben die Statue für dich aufgebaut, Baron. So, 24 von 24. Es ist sehr schön, würde ich sagen. Doch. Dann haben wir nämlich jetzt die nächste Cutscene. Ich habe das Tor nach Utama geöffnet. Dort musst du die Schattendämonen besiegen. Sie sind vor Stahl und Zauber gefeit, aber es heißt, sie fürchten das Licht. Ah, krass, okay. Wir sollen jetzt also nach Utama gehen und Dämonen besänftigen. Boah, es schneit ja immer noch draußen. Ja, es schneit im Moment. Es ist nämlich der 30. Januar. Aber wir sind in Köln und in Köln gibt es normalerweise keinen Schnee. Naja, egal, off-topic. Ich würde sagen, jo, ich hoffe, es hat euch gefallen, soweit das Level Stygia. Und ich würde sagen, jo, dann schneide ich das jetzt erstmal zusammen. Und wie wir Utama durchqueren, würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.